Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß nicht, ob ihr erkennen könnt, wo ich bin. In Olpe. Olpe hat nochmal aufgemacht für dieses Wochenende. Und das konnten wir uns natürlich nicht nehmen lassen, dann hier mal vorbeizuschauen. Super matschig, super neblig. Einfach mal wieder ein bisschen springen üben. War lange nicht gemacht. Da kurz am Road jetzt vorbei. Ja, wir nehmen euch natürlich mit. Der Sender Steve ist da vorne mit dabei. Bis gleich. Ja, krass. Ich glaube allgemein, die ganze Strecke ist jetzt ein Ticken wilder. Ja. Ja, von hier rein. Irgendwie habe ich mich heute gefühlt, als wäre die Off-Season mit den Zoon Parks schon ewig lange am Laufen. Denn die letzten Monate war ich irgendwie nur auf Trails unterwegs. Und als ich jetzt das erste Mal wieder in einem Park war, hat sich das erstmal ziemlich komisch angefühlt. Die Sprünge waren komisch, Anliegerkurven, da war ich auch schon nicht mehr dran gewöhnt. Es war alles irgendwie ein bisschen anders. Und erschwerend dazu kam natürlich auch noch die Nässe und der Schlamm. Aber nichtsdestotrotz hatten wir echt einen coolen Tag. Es war auf jeden Fall lohnenswert, nochmal in den Park zu fahren, wenn er mir nochmal kurz irgendwie ein Wochenende auf hat. Es lohnt sich übrigens immer irgendwie auf Instagram am Start zu sein und bei den Frohwildern einfach zu schauen, dass wenn der Lift nochmal an ist, dass man dann hier vorbeischaut. Also lasst da auf jeden Fall mal ein Abo da und wenn es irgendwie News gibt, dass der Park aufhabt, dann erfahrt ihr es da als allererstes. Und auf der Homepage könnt ihr auch immer bei fahlenscheid.de schauen, wann im Kalender der Lift aufhat und ihr solltet dann auch keine Termine mehr verpassen. Boah, ist das komisch. Alter, das sieht so richtig eingeschissen aus. Thank you.
mal Pause machen. Guck mal, die Bike drin. Richtig ekelhafter, lehmiger Schlamm. Temperatur geht eigentlich, aber ist schon kalt irgendwie. Eklig und irgendwie. Das ist voll geil, Alter. Ist übelst geil. Es ist übelst geil. Meine Frisur sieht so scheiße aus, dass es so geil ist. Boah. Man kann ihn jetzt hier richtig so. Oh, du geile Sau, du kleine, du. Du kleine Miss Beaches, Junge, ha? Da ich mir bei der Nässe nicht wirklich alles hier im Park zugetraut habe, was ich sonst irgendwie gefahren wäre, wollte ich mir dann zumindest noch die Downhill-Line anschauen. Denn so eine Downhill-Line, die kann ja auch bei Matsch, Nässe und Regen und jede Menge Nebel eigentlich ganz spaßig sein, dachte ich mir. Leider ist man nach ein paar Stunden bei so einem Wetter im Park einfach auch durch. Man ist durchnässt und erschöpft und alles ist auch irgendwie ein bisschen anstrengender, wenn es so matschig ist, weil man logischerweise natürlich auch ein bisschen langsamer rollt. Aber nichtsdestotrotz hat sich für mich der Tag definitiv gelohnt, auch wenn das Bike sauber machen wahrscheinlich Stunden brauchen wird. So Leute, alles eingepackt. Wir hauen jetzt rein und es ist alles schlammig und matschig und dreckig. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Deswegen abonnieren, kommentieren und einen Daumen nach oben mit vergessen, weil sonst ist der Steve ganz schön sauer. Alles klar Leute, bis zum nächsten Video.